jemand schrieb uns an. Die Person hatte gebetet und es war nicht so gekommen, wie sie geglaubt hatte, gewünscht hatte und gehofft hatte. Und jetzt war sie richtig sauer. Sie fühlte sich unfair behandelt, sie fühlte sich ungerecht behandelt, sie fühlte sich zurückgesetzt und hatte richtige Vorhaltung und Anklage gegenüber Gott, weil der das Gebet nicht erhört hatte. Vielen Menschen geht es so. Sie beten und es passiert erstmal nichts oder nicht das, was sie erhofft oder gewünscht hatten. Und da gibt es immer wieder diese Falle, die der Feind sehr gerne stellt, dass man anfängt, sich gegen den Herrn zu entscheiden. Sagen, wenn das so ist, dann kann ich es sozusagen auch Gott vor die Füße schmeißen. Ein Gott, der meine Wünsche nicht erfüllt, den kann ich sozusagen nicht gebrauchen. Das ist eine gefährliche Falle. Das Wort Teufel kommt vom Begriff Diabolos und das bedeutet der Dazwischenwerfende, der Dazwischenwerfer. Er versucht etwas dazwischen zu werfen, dazwischen zu keilen und die Beziehung zwischen dir und Gott zu zertrennen. Genau so etwas ist etwas, was er nutzt. Und wenn wir meinen, Vorhaltung gegenüber Gott zu haben, dann haben wir ein Problem. Denn Gott ist Gott und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Er hat einen völlig anderen Horizont über unser Leben, über unsere Umstände, über unsere Zukunft, die Wege, wo er uns hineinbringen will, was wir gerade brauchen. Weißt du, stell dir ein Kind vor. Es will irgendwas haben und die Eltern sagen, nein, das geht noch nicht oder es geht jetzt nicht oder du kannst damit nicht umgehen oder warum auch immer. Und das Kind fängt an zu wüten und zu toben und zu giften, fühlt sich auch ungerecht behandelt, unfair und erhebt die Faust gegen die Eltern. Was würdest du zu dem Kind sagen? Es ist völlig klar, das Kind hat einen viel zu beschränkten Horizont, um das richtig einschätzen zu können. Und genauso ist es mit uns. Gottes Horizont für uns ist viel, viel besser, als wir selber das mit unserem beschränkten Verstand überhaupt abreißen können, ermessen können. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und wir müssen uns da unter dem, wie er uns behandelt, wirklich in guter Weise herunterbegeben. Im Römer lesen wir, o welche eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Unerforschlich seine Wege. Und trotzdem, er meint es gut, er meint es perfekt, er liebt uns, er sieht uns, er will uns in der richtigen Weise führen, in der richtigen Weise fördern, in der richtigen Weise das Richtige zur richtigen Zeit anvertrauen. Lass nicht zu, dass du sauer bist gegenüber Gott und dadurch im Grunde genommen das, was du eigentlich empfangen möchtest, dir dann sogar noch unmöglich machst. Schau, das Volk Israel in der Wüste kam zwar aus Ägypten heraus, aber aufgrund ihres Motzens, ihres Murrens, ihren ständigen Vorhaltung gegenüber Gott, sind sie in der Wüste gestorben. Sie kamen nicht ins verheißene Land hinein, weil Gott gesagt hat, ihr habt jetzt so oft Negatives ausgesprochen, so oft gemurrt. Das, was ihr gesagt habt, werdet ihr jetzt auch erfahren. Nämlich, dass ihr in dieser Wüste sterben müsst. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr, dass der Feind die Enttäuschung aufgrund unserer Vorstellung und der Art, wie wir uns das ausgemalt haben, wie Gott das Gebet erhören müsste, dass der Feind das nutzt, um uns sozusagen in der Wüste sterben zu lassen. Sei vorsichtig, wenn dich das betrifft. In Jesaja lesen wir, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es ist sehr weise und sehr gut, wenn wir da einfach akzeptieren, dass der Herr Gedanken des Friedens, des Segens, der Gnade, der Führung für uns hat, die viel, viel besser sind als das, was wir uns selber ausmalen. Und dass er das, was wir erbitten, uns zur richtigen Zeit geben wird. Lass dich nicht berauben, indem du sauer bist gegenüber Gott. Bring das in Ordnung und sieh zu, dass die Beziehung zu deinem himmlischen Vater wiederhergestellt ist. Das ist das Allerwichtigste. Denn er ist derjenige, der dich wirklich liebt und der wirklich dein Bestes im Sinn hat und der wirklich überreißen kann, was jetzt, in welcher Weise, in welcher Form für dich passiert.
am allerbesten ist. Denn Gott ist.